Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Wir sind zurück in Wegberg. Ich hätte beinahe Bieberfelde gesehen. Gesagt, genau. So, wir hätten gerne Übungslocation 1, 2 oder 3. Wir üben. Hier, wir üben Absperrmaßnahmen. Genau. So. Meint es. Ah, so. Erste Rückmeldung von der anderen so. Stelle. Brennender Imbisswagen mit angrenzenden Grünstreifen. Umliegendes Grünwerk gefährdet. Weitere Rückmeldung vollkommen. Finde ich cool, so eine Nachtübung. Da müssten die ja jetzt eigentlich auch relativ langsam ankommen, ne? Mal sehen, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Dann wird eingeteilt, Besprechung. Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Übung. Habe ich mir so überlegt, oder was? Finde ich auch mal ganz lustig. Und zwar ist die Übung mit dem LF und dem RW und dem... Also wenn wir sie zusammenkriegen, 1, 2, 3 Autos. Absperrmaßnahmen. Und ja, das wollen wir mal üben. Genau. Aufstellung und so weiter in dem jeweiligen Einsatzgebiet. Ja. Gut, weil Verkehrsunfall ist ja theoretisch diese Kombi. Na, mal sehen. So, wir treffen uns im Regen. Nee. Ihr könnt schon mal die Autos fertig machen. So, ich habe gerade gedacht, meine Freundin winkt mir, aber sie hat bloß den Arm hochgehalten. Jetzt grinst sie nicht. Jetzt grinst sie mich an. So. So geht noch nicht. Gut, wie viele sind wir denn schon mal? Aufgenommen männlich, chirurgisch, Krankenhausarglenz, Notarzt Umsteigerei. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Hier brauchen wir 3 theoretisch. Ja, boah, alter Schwede. Wir können auch mehr Leute mitnehmen. Der Rest kommt mit dem MTV in die. Oh, ich hab grad gedacht, das Spiel stürzt ab. Oh, das war gerade ein kleiner Herzinfarkt. Moment. Fahrzeug 9 hört. Status 5? Ne, mach ich noch nicht, oder? Oder wer oder wie oder was? Fahrzeug so, ich lasse sie noch erstmal drin stehen. Die haben bestimmt eine Absauganlage, so wie das hier aussieht. Bestimmt. Ja los, kommt rein, Leute. Kommt rein. Ich brauche noch 1, 2, 3. Na gut, da könnten auch 3 rein. Dann nehmen wir halt den RW noch mit und den MTW. Die beiden bleiben drin. So, du bitte... Nein, nicht da rein in den. Erstmal. Ich will erstmal so, dass alle besetzt werden, so halbwegs. Guck mal, die wollen alle gar nicht mit. Denn halt nur ELW und... Komm, einen zweiten noch? Einen noch? Komm schon. Habt ihr nicht noch einen? Nicht einen? Jetzt will Google wieder was von mir, aber ich will nichts von Google. Mein Handy hat ja hier das mit OK Google. Das muss ich jetzt leise sagen, sonst geht mein Handy. Wieso hat es die Taschenlampe angemacht? Wie dumm. Mein Handy hat die Taschenlampe angemacht. Habe ich irgendwas von Taschenlampe gesagt? Nö, ne? Wenn ja, bin ich doof. So, einen brauche ich noch. Komm schon. Komm schon, Leute. Zieht euch um. Nee? Nee? Gut. Den steigt mal aus. Nehmen wir nicht den ELW mit, sondern lieber den Rüstwagen, finde ich besser. Zwei Mann auf dem Rüstwagen. So. Gut, Status 5. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 11 hört. Mache ich das über Status 5? Ja, ne? Fahrzeug aus zum Üben. So, ein Wegberg 11, Fahrgast 20 aus zum Üben. Übermelder erreichbar. Finde ich gut. Hier löscht ich das Fenster, verstanden. Finde ich süß, dass die jetzt so wegfahren. So, ein Wegberg 11, Rüstwagen von Leichel. Fahrzeug aus zum Üben. Finde ich irgendwie cool. Hier
dass sie sich so abmelden und dann so. So, kann ich jetzt schon? Nee. Zyklon RTW1, zurück im Kreis, Höhe Immendorf. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 7 hört. Scheiße. Nein! Fahrzeug 7 hört. Oh, puh. Ich habe gerade gedacht, ich kann wegen dem ELW nicht wechseln. Aber alles gut, alles gut. Ich trinke mal noch schnell einen Schluck. Mein Maul ist ein Pappmaul gerade. Sehr lecker. Gut. Diese Kreuzung wollen wir absperren. Da ist schon der Passant. Wir stellen uns jetzt einfach vor. Kreuzungsbereich hier. Relativ schnelle Straße. Eine mit 100 unterwegs. Was ist das? Vorfahrtstraßen. Ja, ja. Das ist ein Stoppschild. Sehr schön. Von hier kommt einer. Will hier nach links abbiegen. Ist mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dann kommt von hier eine, überfährt just im gleichen Moment die Kreuzung. Knallt in den Rhein und hier steht noch einer. Der wird touchiert, leicht beschädigt. Der andere fährt gegen den, wird so geschleudert, dass er ins Feld rutscht. Und der andere hier gegen Baum. Also hier ein Auto und dann leicht beschädigtes Auto. Das heißt, wir sperren hier ab. Hier ab, hier ab und hier ab. Das HLF steht hier und der RW hier. Weil RW kann hier, nee, HLF steht, da steht eins, Straße ist an sich frei. Aber daher, dass wir über die Straße rüber müssen, weil hier eins ist und da eins ist, Straße draußen gesperrt. Aber erst, ist schon ab hier ungefähr, gut. HLF hier, RW hier. Oder andersrum. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, auf jeden Fall denn, ja. Steht da drauf, das. NordBZ. Old Hill. Und Stadion, glaube ich, ne? Oder Stadion. Könnte Stadion heißen. Oder Stadium. Was für ein Stadium auch immer. Guti. An sich hätte ich das ja auch gern so weit abgesperrt, dass man nichts vom Unfall sehen kann. Also hier, hier, hier und hier. Nein, aber das ist zu groß. Wir sperren ungefähr in Höhe des fünften Baumes ab. Hier in Höhe des Schildes. Hier kommt die erste Warnung hin. Gut. Wie stellen Sie sich auf? An sich kann der direkt da stehen bleiben. Der wurde nämlich, es war ja noch langsam unterwegs. Aber der hier wollte abbiegen, hat die Kurve nicht gekriegt, ist ihm reingekachelt. Der wurde nach da geschleudert, der gegen Baum und hat währenddessen das touchiert. Man könnte dann auch noch ein Szenario machen. Hier hat es jetzt angefangen zu brennen und so weiter. So. Rüstwagen steht zu weit hinten. Rüstwagen kann ein kleines bisschen dichter kommen. So, als erstes Rüstwagen. Status 1 ist richtig, genau, bleibt auch so. Blaulicht, Heckwarneinrichtung, Warnblinker. Blaulicht. Fahrzeug 2 hört. Fahrtbeleuchtung. U-Licht, erst. Achso, Geräte auch einmal öffnen. So. Absitzen. Was, wie Funkstatus prüfen? Ich muss doch auf 1 bleiben, oder nicht? Ich kann doch jetzt nicht um. Ich muss doch auf 1 bleiben. Absitzen. Rettung Wegberg NF1 wird. Absitzen. Kommen Sie aber am Stand hoch. Steht trotzdem mal aus. Fahrzeug 2 hört. Gut. So, Absperrmaßnahmen. Als erstes hätte ich gerne, dass alle sich Warnweste. Ich frage mich, ob die sich denn gleichzeitig nur über die Klamotten. Nomex-Kleidung. Warte mal, ich muss erstmal testen. Ja, geht, okay. Warnweste. So, jetzt haben alle außer der da Warnweste an. Achso, das ist der Maschi, der braucht keine scheinbar. Gut. Jetzt müsste man natürlich auch bedenken, erster Trupp zur Menschenrettung vor. Das ist auch der Maschi.
Gut. Du öffnest schon mal Geräteräume. Du öffnest hier schon mal Geräteräume. So, ein Trupp für Absperrmaßnahmen. Das ist der Trupp. Ein Trupp für Erstversorgung. Verletzter Busch. Ein Trupp. Der hier ist aber nicht eingeklemmt. Doch, der Fahrer ist schwer verletzt, aber nicht eingeklemmt. Der hier hat sich um den Baum gewickelt und ist eingeklemmt. Ich bräuchte theoretisch noch mehr Fahrzeuge, aber naja. So. Melder und Truppführer bilden einen weiteren Trupp. Entscheide ich jetzt einfach mal so. Um den Verkehr abzusichern. So. Als erstes Unfallort absichern. Du holst dir das Warndreieck. Unfallstelle absichern. Du holst dir das Warndreieck. Doppelte Löschbereitschaft, blablablub. Können sie machen. Machen sie auch. Heckwareneinrichtung ist nicht an. Fahrzeug 4 hört. Stumme an. Gut. Warndreieck kommt nach dort. Und du sperrst bitte hier ab. Dass bitte keiner mehr durchkommt. Du sperrst hier ab. 3. Und da. 1, 2. So, du postierst das Warndreieck hier. Du, okay, jetzt muss ich die ein bisschen aufspalten, aber macht nichts. Dann stellt halt nur einer ein Warndreieck da. Du stellst jetzt ein Warndreieck da. So, theoretisch müssten hier jetzt zwei Leute stehen an der Absperrung. Schon unterwegs. Steht es richtig rum? Jo, steht richtig rum. Die gehen mir viel zu entspannt. So, zack, 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 zack. Guti, da musste auch noch ein Warndreieck hin. Habe ich überhaupt noch eins? Ich habe keins mehr, glaube ich. Eins. Ja, eins habe ich. Dann hätte ich gerne noch zwei Lampen. Es ist ganz schön leise hier, ohne dass was los ist, ne? Die könnten ja mal theoretisch... Ach, ist egal. Geht nicht. Jetzt habe ich die Zeit gar nicht gestoppt, wie lange das hier jetzt schon geht. Bin ich schon 12 Minuten dabei? Ernsthaft? Naja. Auf jeden Fall, jetzt haben wir mal eine kleine Übung gemacht. Absperrmaßnahmen erfolgreich durchgeführt. Aber ist ja auch egal. Meistens ist es ja so, wenn wir eintreffen, ist Rettungsdienst schon vor Ort. Also hier im Spiel zumindest. In echt ist es meistens nicht so, da sind wir die Ersten. Hier im Spiel ist es so, Rettungsdienst und Polizei ist schon vor Ort. Daher brauchen wir das größtenteils gar nicht mehr machen. Gut, wir rücken ein. Wäre cool, wenn jetzt noch ein Alarm kommt, aber kommt bestimmt nicht. Würde ich lustig finden, weil dann hätten wir gleich noch einen Folgeeinsatz, aber das wird bestimmt nichts. Macht nichts, macht nichts. Verstanden. Der Gruppenführer kann mal wieder aufs Auto gehen. So, dann wollen wir hier nochmal das aufheben. Du kannst die schon mal zurückbringen. Du holst das Warndreieck. Du baust die ein. Los, zack. Ach ja, an sich ist das, war das jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, aber naja, wir haben es mal geübt. Es war nicht ganz so erfolgreich, aber was soll's. Aber, ach ja. Ablegen. Das ist doch ein Ableger. So, und du darauf? Achso, das sind die beiden mit der Lampe, ne? Brauche ich jetzt doch nicht mehr. Gut, das auf den runter. Runter. So, das war's dann auch schon fast für diese Folge. Dass man mit so einem Scheiß eine Viertelstunde füllen kann, hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich hab's mir gedacht. Aber naja. So. Und den letzten noch. Und das Aufsammeln hat auch einwandfrei funktioniert. Ich habe es einfach mal getestet, ob das Absicherungsmaterial, außer die Warnblitzer, die Blink-Warnblitzer, doch, war richtig. Dass die Warnblitzer richtig funktioniert, das konnte ich jetzt leider nicht mehr testen.
weil unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist. Ah, das macht ja nichts. So, einer in das Auto, der Rest alle in das Auto. Zack, zack, zack. Du bitte Geräteräume schließen. Hallo, in das Auto rein. Und der, die das Auto wagen. Der hat natürlich ein paar mehr Rolltüre zu schließen. Da kann man ein schönes Bild machen. Aber ob ich das letztendlich finde, ist auch wieder was anderes. So, jetzt ist es schönes. Jetzt ist es. Nee. So ist ein schönes Bild. Gut. Denn Status 1 seid ihr schon. Dann könnt ihr auch wieder parken fahren. Wieso hat er nicht der hat nicht genug Wasser drauf. Hä, wann habe ich denn das letzte Mal einen Brandeinsatz gehabt? Wurde da nicht gefüllt? Vor Leute, da machen wir noch eine kleine Übung draus. Wasserentnahmestelle und der Fluhydrant. Der kann schon wieder... Nö, der bleibt auch noch hier, bitte. Noch da. Ich mache auch ein bisschen schneller, damit das nicht ganz so schnell geht. Das ist auch genial, Anton. Du bist so eine Leuchte. So eine geniale Leuchte. Fahrzeug 2 hört. Oh, Status 2. So. Florian Geilkirchen, 11, Fahrlicht 20 von Leitstelle Heinsberg. Ich würde mich gern umziehen. Geht das? Ölspur mit Hilfe von Öltiger. Scheiße, kann man sich. Kann man sich. Das ist ja gut. Hä? Ich kann mich nicht umziehen? Ach doch, warte mal. Ich mach mal hier. Gruppenführer setze ich mal rauf. Status 4 absetzen. Hilfe. So, da sind die Tasten. Kannst du dich... Wie zieht man sich um? Feuerlöscher, Warndreieck. Ich habe keinen Plan, wie man sich umzieht. Wie kriegt man die Westen wieder aus? Okay, wir lassen das mit dem Wasser auffüllen. Hat nicht ganz so gut geklappt wie geplant. Ist egal. Status 1. Parken. Status 1. Parken. Gut. Meine lieben Freunde, das war's für diese Folge. Bis dahin und Tschüssikowski. Tschüss.